Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6. Viva el Presidente, viva el Tropico. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, unsere aktuellen Aufgaben sind gar nicht mal so verkehrt. Was ist denn das hier cooles? Ein Schiffswrack, geil, habe ich noch gar nicht gesehen. Schöne Details. Bergwerk besitzen, da sind wir ja gerade dabei, hier hinten. Kokosnussernter und die Krone-Handelsroute erledigen. Da sind wir alles gerade dabei. Ich hoffe, es gelingt uns. Wir haben zurzeit 98% Unterstützung. Das ist anständig. Und gar nicht mal so schlecht. So, wir schauen mal, was wir hier Feines bauen können. Vielleicht noch mal ein paar andere Industrien. Sägewerke oder sowas. Dass wir hier ein paar Bäume bekommen. Oder vielleicht nochmal ein paar Plantagen. Oder eine Gerberei. Ich gucke gerade mal, was wir uns noch leisten könnten. Wir haben noch 30.000. Ein Kerker. Okay. Ah, die Mucke. Einfach nur genial. Mais, Banane, Ananas, Zucker. Tabak, Kaffee würde hier gehen. Baumwolle würde hier richtig gut gehen. Sind wir doch dabei, oder? Baumwolle nehmen wir gleich mit. 91%. Nehmen wir nochmal Baumwolle mit. Kommen wir nicht dran vorbei, oder was? Doch, geht. Sehr gut. Nochmal eine Plantage. Ich will jetzt ein bisschen expandieren. Baumwolle. Ah, geht auch mit 93%, 95%. 87%, 90%. Komm, was soll's. Wir bauen jetzt groß aus. Damit es denen auch richtig gut geht, meinen Bewohnern. Die Musik, ey, ist so geil. Ah, es macht richtig gute Laune. Lebensmittel wäre vielleicht auch mal eine wichtige Sache. Dann brauchen wir hier mit Sicherheit noch ein Transportbüro und ein Baubüro wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. El Presidente schafft Arbeitsplätze. Ah, sehr gut. Hier sollte es gut abgehen. Hier hinten muss auch noch was passieren. Transportbüro. Nehmen wir mit. Ah, dich bauen wir da auch noch hin. Hier hinten sehe ich auch gerade, hier könnte man auch noch gut durchgehen. Oh, wir haben nur noch 12.000, also langsam brauchen wir ein bisschen Kohle. Da kommt es auch schon. Sehr gut. So, wir haben die SOS-Insel noch. Hier fehlt es noch. Ich hoffe, das geht schnell. Oh, ich bin voll im Tropico-Fieber. Sorry, Leute. Ich will hier nochmal eine Hafenanlage hinbauen. Damit das hier alles ein bisschen flotter geht. So, Baracken. Damit es den Leuten dann wirklich gut geht. Wo bist du? Frag mich zwar, warum da der Platz belegt ist, aber okay.
Brauchen wir nicht da rum hin. Egal. So. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Tourismus, den Laden. Den hätte ich auch ganz gerne noch. Ich glaube, das ist auch recht wichtig. Den Laden, den wollen wir haben für unsere, ja, unsere Tropicana. Und es baut sich doch recht langsam auf alles. Wir finden einfach kein Gold. Gouverneur, die Krone ist nicht erzürnt, sie ist lediglich enttäuscht. Wir brauchen Geld, wie wär's mit Fischen? Sie leben auf einer Insel und ich glaube, dass Inseln traditionsgemäß vom Meer umgeben sind. Vielleicht sollten wir also die schuppigen Schätze aus Poseidons Tiefen bergen. Es nicht zu tun wäre eine Verschwendung. Okay, Fischereihafen. Machen wir mal. Also richtig aus dem Knick kommen wir gerade nicht. Ist gerade ein bisschen doof. Fischereihafen. Schauen wir uns das mal an hier. Viele Spots. Viele Spots, recht ordentlich. So, bauen wir es gleich hier hinten. Sollte passen. Gut. Überfälle. Wählen Sie eine Mission. Das können wir jetzt auch bauen. Piratenbucht. Ich wusste gerade gar nicht, was wir machen sollen. Machen wir mal Goldschmuggel. Denn das ist auch neu. Genauso wie ich hier mal bei mal die Forschung anschmeißen könnte, habe ich ganz übersehen. Wir gehen mal auf die Bibliothek-Arbeitsmodi. Generieren wir jetzt mal das Wissen dafür. Und hier muss mal was passieren. Irgendwie kommen wir hier nicht so ganz hinterher gerade. Hier passiert jetzt mal was endlich, das ist gut. Wie sieht es hier aus? Arbeitsmodus im Stil der Vorfahren. Das könnte man vielleicht mal ändern. Oder auch nicht. Shit. Verbesserung. Schleppnetz. Ja, komm. Was geben wir dir? Ahoi, Gouverneur. Oder heißt es Harr? Ich muss noch viel über Piraterie lernen. Ich meine, über den undokumentierten Handel. Penultimo hat bereits eine wendige Mannschaft sowie ein salziges Schiff gefunden. Oder war es umgekehrt? Damit wir diese unwichtigen, aber schweren Kisten an einen sicheren Ort bringen können, der absolut keinen Zufluchtsort für Freibeuter und Tunichtgute darstellt. Wir haben noch keine Beute zum Freien. Aber ich arbeite auch daran. Freien? Okay. In Ordnung. Gold liefern. Alles klar. Was ist hier los? Transportbüro. Okay. Dann bauen wir nochmal ein Transportbüro. Kein Problem. Was das alles kostet. Gute Arbeit. Dieser Fischereihafen versinkt praktisch unter dem Gewicht von kalten, nassen, glitschigen Fischlein. Yay, es ist nicht einfach, nicht das Leben, das ich mir gewünscht hatte, wissen Sie, Fischlein. Um Kokosnüsse und fragen Sie gar nicht erst, wie groß die Spinnen hier sind. Ich habe mich erst gestern auf einen gesetzt. Ich hatte sie mit einem Stuhl verwechselt. Ich weiß nicht, wer von uns beiden überraschter war. Naja, auf und davon. Okay, in dem Fall nehme ich jetzt, weil wir immer noch 7 Jahre und 3 Monate Zeit haben, mal ausnahmsweise das Geld. Und das brauchen wir jetzt. Wir müssen das hier mal ein bisschen vorantreiben. Ist noch ein bisschen lame.
die bauen wir jetzt auch mal ein bisschen schneller. Oh, komm. Oh, was ist hier los? Glaubt ihr vielen? Ja, okay. Jetzt kommen die Leute. Alles klar, in Ordnung. Passt. Installieren Sie Matrosen. Wo sollen wir die denn machen? Kokosnussernter. Besitzen Sie mindestens ein Gebäude des Typ Transporthafen mit der Verbesserung Matrosen. Alles klar. Transporthafen, Matrosen. Verbesserung, Matrosen. Gouverneur, ich habe meine ehemaligen Kokosnussfreunde erfolgreich gemolken, so gut es ging. Und ich kann noch viel mehr für euch tun. Ich sehe, dass Sie mit meiner Hilfe alles werden können, was Sie zu sein verdienen. Und noch mehr. Wie viel mehr kann ich nicht sagen, aber wir können Sie das Zwinkern meines Auges sehen. Es ist der Beweis dafür, dass Sie große Pläne haben, mit deren Umsetzung ich Ihnen helfen werde. Sehr geil. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit hier? Ich sehe nur Kokosnüsse. Und ich hasse Kokosnüsse. Abscheuliche, pelzige, gluckernde Dinger. Ich bin wegen der Kokosnüsse hier. Nach Jahren des Stiefelleckens hatte ich es endlich an den Hof des Königs geschafft, nur um durch ein Kokosnuss-Kanapé alles zu verlieren. Mein Gesicht schwoll auf die Größe einer Wassermelone an. Halten Sie diesen gluckernden Fraß von mir fern. Hören Sie. Die Berater der Krone haben eine Bestandsliste mit den Ressourcen Ihrer Insel zusammengestellt. Dieses aufwendige Gutachten weist darauf hin, dass Sie viele Bäume haben. Genau genommen sehen viele dieser Bäume für mich wie Palmen aus. Sie sollten sie alle abhacken lassen, bevor diese abscheulichen Kokosnüsse daran wachsen. Hack, hack. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Holzfällerlager. Alles klar, wir sind dran. Wir machen. Was ist denn hier los? Ihhh. Das ist bestimmt Schwefel oder sowas. Hier ist immer noch nicht fertig. So, okay. Die Krone-Handelsroute, wie sieht's denn da aus? Wir haben doch laufende Handelsrouten. Aktive Handelsrouten, okay. Zucker. Ist null exportiert worden. Das ist ja Wahnsinn. Rum. Ist 3,7 von 15. Okay, mehr Zucker. Mehr Zucker. Wir brauchen noch mal ein paar Plantagen. Wo war es denn jetzt? Plantagen. Noch mehr Zucker. Okay, hier hinten wäre noch was, aber es ist mir zu weit weg. Hier wird mit Sicherheit nichts sein. Ja. Okay. Brauchen noch mehr Plantagen. Das muss mehr werden. 83%. 94%. 95%. 98%. 100%. Geil. Geil. Noch mehr Zucker. Für 100%. Geil. Sehr geil. Nehmen wir. So, sehr gut. Da kommen wir nicht lang. Na, zack. Und dich bauen wir hier ran. Sehr gut. Dann brauchen wir hier mit Sicherheit nochmal ein Transportbüro. Wir brauchen hier mit Sicherheit noch ein paar von den Häusern. Weil die wollen mit Sicherheit nicht so weit laufen. Warte mal. Ach, verdammt, nicht ganz symmetrisch, aber was soll's. Okay, mehr Zucker. Schneller Bau. Schneller Bau. Jetzt gucken wir, ob wir die upgraden können. Nein, können wir noch nicht. Wir brauchen es aber für Export.
unter schwarzer Flagge. Laufen Mission sind 50%. Jäger haben eine Chance von 20% auf der Mission umzukommen, okay. Goldschmuggel ist im Gange. Okay, das passt, das ist in Ordnung. Okay, hier müsste jetzt Baumwolle produziert werden. Können wir da schon was machen? Nee, okay, können wir noch nicht. Verarbeitet Felle zu Leder, verursacht Umweltverschmutzung. Okay, aber Sägewerk können wir machen. Machen wir gleich hier oben mit. Zack. Zack. Mach mal. Baumstämme um 30%. Motorsäge können wir noch nicht machen. Okay. Bin mal gespannt. Sägewerk. Nichts auf Lager. Forschung sind wir weiter. Das ist gut. Strafkolonie. Die Dinger können wir alle noch nicht machen. Zirkus. Zirkusarbeitsmodi. Kirchengebühr. Kindergeld. Kinder werden bei der Bestimmung des Wohlstands einer Familie nicht mit einbezogen. Ja, wir nehmen mal hier die erweiterte Bootswartung. Jetzt wird es langsam kriminell. Ein bisschen kohletechnisch sind wir ein bisschen raus. Ah, Mann, 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 Mann. Kapelle wäre mal auch eine gute Sache, wenn wir die bauen würden. Kerker. Montage. Ah, warte mal, ich habe da das Verkehrte gebaut. Ich muss ja natürlich ein Holzfällerlager bauen, ich Idiot. Ah, natürlich, ein Holzfällerlager. Mann, Mann, Mann. Und nicht zwei Sägewerke. So, haben wir. Wir sollten wohl etwas mit all diesem überschüssigen Holz anfangen, meinen Sie nicht? Vielleicht verbrennen. Jeder mag ein Lagerfeuer. Oder, und ich bitte um Nachsicht, wir könnten etwas Profitables damit machen. Wie heißen diese dünnen Holzdinger? Plinken? Plonken? Wie auch immer sie heißen, machen Sie ein paar davon und exportieren sie. Sie. Die Krone bezahlt mich dafür, Wörter zu kennen. Okay, wir nehmen es an. Na, in Ordnung. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Irgendwelche Arbeiter nehmen, Arbeitsmodus. Ein Setzling. Hier gehen wir mal auf Vollgas. Und den lassen wir mal so. Effizienzerin, hastiges Entrinden. Wir lassen das auch mal so. Gut. Ah, das sieht cool aus. So, sehr schön. Sehr schön. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kohletechnisch, wir könnten ja mal gucken, ob wir die in die Religion jetzt mal reinpacken. Wachturm, die Kapelle. Wäre vielleicht auch nicht mal so schlecht, mal zu bauen. Ich weiß gerade gar nicht. Näher ran. Was ist denn jetzt hier vorne? Ich glaube so. Okay, das ist in Ordnung. Statistik. Ja,
Einkommen ist noch nicht so gut. Kriminalität. Mhm. Baumwolle. Okay, wir gucken mal, ob wir noch was exportieren können. Ah, sehr gut. Diese Sortierfunktion ist super. So, was haben wir denn dann noch? Wir produzieren ja auch Baumwolle, ne? Felle. Ananas, Fisch, Kohle, Rum, Tabak. Schade. Rum. Exportiert 0 von 600. Ey, dass das hier nicht vorangeht, ey. Ja, wir kaufen uns nochmal eine. 150 erfüllt. Okay, das ist in Ordnung. Ich will noch was exportieren. Zucker. Aber ist nichts da, was wir gerade wirklich... Ja, nix, was wir gerade machen könnten. Planken geht gerade nix. So, wie sieht's hier aus, Kumpel? 100%. Planken. Okay. Das ist in Ordnung. Rückschlag abgeschlossen, okay. 3 Jahre. Ah, hier, das geht voran, das ist gut. Goldschmuggel. Schließen den Überfall Goldschmuggel ab. Ja. Da sind sie dran, okay. Ah, jetzt wird es so langsam ein bisschen eng hier mit den mit der Zeit. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Wie viel macht ihr denn? Baumstämme, Ausgang. Ich glaube, ich baue noch mal, doch nochmal ein zweites Sägewerk hier hin. Wo bist du denn? Das bauen wir nochmal hier hin. Wir müssen mal Gas geben, es bleibt nichts anderes übrig. Warum ist das hier so komisch? Sieht irgendwie komisch aus. Hm. Puh, ich dachte, wir würden nie nach Tropico zurückkehren. Alles im Loot auf dem Piratenboot, Captain. Und alles tipptopp mit dem Nautischen. Wir würden euch applaudieren, aber dann müsstet ihr euch mit dem Klatschen eines Einhändigen zufrieden geben. Der Humor geil. Gouverneur, Sie bauen Gold für die Sache ab und verdienen sich so meinen Respekt. Aber es ist ein Respekt, der geheim bleiben muss. Ja, die Moral des Volkes ist gestiegen. Wir hatten noch nie zuvor Gold. Moral, eigentlich auch nicht. Immer mehr Brüder und Schwestern stürmen, eilen, gehen langsam auf uns zu, um sich unsere Sache anzuschließen. Unsere freiberuflichen Experten für geheime Geschäfte sind gut im Rekrutieren. Plus 5 rufbar Revolutionäre. Sehr geil. Oh, Retter meines unwürdigen Lebens, lasst mich euch meinen Wert beweisen. Penultimus raffiniert, Penultimus clever und Penultimo weiß, bei wem man sich einschmeicheln muss. Mit Hilfe der Piraten und eures Genies, Gouverneur, haben wir eine hinterhältige kleine Handelsroute eingerichtet, um unser Gold zu exportieren. In Kokosnüssen. Wisst ihr, Lord Windham ist von Natur aus ein misstrauischer Mann, aber er hasst Kokosnüsse. Deswegen sind sie ideal, um unser Gold zu verstecken. So können wir diese Goldnüsse exportieren, um Gelder für unsere Unabhängigkeit zu sammeln. Okay, Kokosnussernte haben wir. Gold, Arbeitsmodus, Geheimprotokoll, Exporthandelsroute aktiv für Goldnuss. Goldnuss exportieren, 150, alles klar. Dann schauen wir mal.
bei unseren Protokollen. Fügt gern zusätzliches Lager für Kokosnüsse hinzu. Abgebautes Gold wird in Kokosnüssen versteckt, bevor es von Transporteuren abgeholt wird. Das machen wir. Das klappt. Planken läuft. Goldnuss. Planken läuft automatisch, das ist gut. Ah, Mann, ey. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Genau, die Menschen haben sich das zu Herzen genommen und versuchen fortwährend neue Wege zu finden, um Opfer für die Sache zu bringen. Sie sind überaus einfallsreich. Bringen Sie bitte auch ein Opfer für das Volk. Zeitung bauen, okay. Kein Problem, wir machen mal ganz kurz ein bisschen langsamer, denn wir sind für heute mit diesem Part durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, hinterlasst ein Däumchen nach oben und beim nächsten Mal bauen wir die Zeitung etc. pp. Dann geht's weiter hier bei Viva el Tropico, Viva el Presidente. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. They have also aligned themselves with people to test ballistic missiles.